Wenn ich vom Gym heimkomme und verspannt bin, dann ist der Gerät sehr entspannt. Und wenn ich dann daheim bin und einfach keine Lust mehr aufs Gym habe, dann kann ich auch mal daheim bleiben und die Pads ankleben. Und das stärkt unter anderem auch meine Muskeln. Und was besonders gut ist, ist die Gratis-App. Mit der kann ich das ganze Gerät überhaupt steuern. Ich arbeite auf dem Bau und bin meistens, wenn ich heimkomme, sehr verspannt. Darum bin ich froh gewesen, wo meine Frau das Gerät gekauft hat. So kann ich mich nach dem Feierabend meistens entspannen. Die Stimulation lässt sich stufenweise einstellen und das Gerät selber ist sehr kompakt. Ich habe früher in einem Büro gearbeitet, bin den ganzen Tag auf dem Stuhl gesessen und habe oft Rückenschmerzen und Gelenkschmerzen bekommen. Jetzt habe ich eine preisgünstige Lösung gefunden mit dem Gerät. Die Pads, die sind mehrfach anwendbar. Und ich bin froh, dass auch das App sehr einfach ist in der Anwendung. Schön, dass du dich entschieden hast, die Videogang Top Edition 259 anzuschauen. Früher haben sie Nightprowler geheissen, wo sie das erste Mal entdeckt haben. Sie waren 11 bis 12 Jahre alt und schon dort haben wir über sie berichtet. Dann haben sie sich zu SMAC umbenannt. Doch leider nach 9 Jahren haben sie sich aufgelöst. Im Hardrock Hotel Davos, im Rahmen des Rockfest, haben sie ihren letzten Auftritt gehabt. Dort haben wir, andere Bands und das Hardrock Hotel Davos uns noch etwas näher kennenlernen. Am 28. August sind wir übers Wochenende ins Hard Rock Hotel Davos, wo an zwei Abenden aus Anlass vom Rockfest vier Bands auftreten sind. Eine davon ist die Band SMAC, bei dessen ersten Auftritt vor 9 Jahren, damals noch unter dem Namen Nightprowler, Videogang auch schon dabei war. Wir haben 2011 mit dem angefangen. In diesem Jahr sind wir zwischen 11 und 12 Jahre alt. Willem. Ellen. Sydney. Simon Eicher. Damian. An dem Abend in Davos haben sie ihren allerletzten Auftritt gehabt, bevor sie sich aufgelöst haben. Dazu kommen wir aber später wieder zurück. Das Hard Rock Hotel in Davos ist das bisher einzige Establishment von der Hard Rock Group in der Schweiz. Naja, Hard Rock hat sich umgeschaut, wo es Möglichkeiten gibt in Europa. Und die Schweiz hat sich angeboten. Und natürlich durch das World Economy Forum hat man daran Interesse gehabt wegen der Internationalität. Und so ist es damals zustande gekommen, das kleinste Hardrock-Hotel der Welt. Es sind schon viele verschiedene Musiker und Musikerinnen dort zu Gast gewesen. Wahrscheinlich Lenny Kravitz und Sting. Und ansonsten, über alle kann ich auch nicht reden. Das diesjährige WEF in Davos ist wegen Corona abgesagt worden. Jedoch bereitet das dem Hoteldirektor keine große Sorge. Naja, es ist so, natürlich ist es nicht das Beste, dass WEF abgesagt wurde. Nichtsdestotrotz, es sind halt Wintermonate, ja, und es sind 3 Wochen im Winter, die wir aufholen müssen. Das ist eine Hochsaison für uns auch. Genauso wie die letzte Situation werden wir das Beste daraus machen. Der erste Auftritt vom Wochenende ist der von Dominik Schumacher und seiner Band gewesen. Das ist für mich eine Premiere. Ich bin hier das erste Mal hier in Davos. Ja. Die Musikbranche hat die Corona-Krise sehr stark zu spüren gekriegt. Vor allem, dass so viele Gigs ausgefallen sind. Ich lebe noch, bin da. Nein, es war natürlich ein Dämpfer gewesen, die ganze Karriere auf eine Art. Aber es ist ja allen so gegangen, von dem her, man nimmt es, wie es kommt und macht das Beste daraus.
Trotz der Corona-Krise haben sie sich aber ziemlich gut weiter durchgeschlagen. Ja, am Laufen kann man nicht sagen. Den ersten Auftritt hatte ich Ende Juni, schon in Lugano unten, an einem Open Air. Aber es ist eben schon sehr verhalten natürlich mit einzelnen Auftritten. Ja. Nach einer kurzen Umbauphase ist der Marc Amacher mit seiner Band auftreten. Nein, zuerst mal. Ich habe gar nicht gewusst, dass Davos ein Hard Rock Hotel hat. Auch er hat die Corona-Krise ziemlich zu spüren gekriegt. Ja, für mich natürlich, wie mache ich jetzt, wie verdiene ich mein Geld weiterhin, wie komme ich durch, wie ernähre ich meine Familie, das sind alles Fragen, die von einem Moment auf den anderen aufgeploppt. Wir haben uns mal mit der Band, wir haben gespielt, wir sind eh irgendwie dauernd aufeinander oben, also wie eine Familie halt so schon. Sie aufnehmen, das war so das Erste gewesen, oder das, was noch vorgeblieben ist. Dann haben wir halt die Produktion vorgezogen, anstatt dass wir touren. Aber nichtsdestotrotz haben sie sich weiter durchgeschlagen. Ja, bist schon hier und da am Knorzen. Andererseits bist du als Musiker ja auch gewohnt, dass du nicht wie definitiv weisst, so viel verdiene ich, mit dem kann ich rechnen, das bewegt sich ja gängig. Von daher musst du mit dem leben können, wenn du Musiker sein oder die Musiker nennst, habe ich das Gefühl. Am nächsten Tag sind als erstes Smack auftreten, aber die sparen wir uns für den Schluss auf. Danach hat die Band Big Clyde ihren Auftritt gehabt. Sie haben an dem Abend die Plattentaufe von ihrer zweiten EP gehabt. Das ist unsere zweite Scheibe. Sie heisst Never Dead End. Das ist eine längere EP mit 6 Songs. Die erste, die wir rausgebracht haben, heisst One und hat 3 Songs gehabt. Das ist so ein bisschen eine finanzielle Frage, wie viele Lieder man aufnehmen kann. Und im Moment ist es sowieso ein bisschen schwieriger, mit dem Keimvirus etwas wirklich ins Laufen zu bringen, weil es wird viel abgesagt. Aber das ist unsere erste Scheibe, die wir im Ausland gemacht haben, mit einem deutschen Produzenten, mit dem Michael Voss. Das ist der Produzent auch von Michael Schenker von den Scorpions. Hammerzeit, um das Ganze zu produzieren. Ich denke, es hat die Band recht nah zusammengeschweißt. Auch. Es waren doch happige Parts gewesen, zum Teil, halt auch mit langen Reisen verbunden und einiges erlebt unterwegs. Kein Detail geschwieden, nein. Auch Big Clyde hat Corona stark zu spüren gekriegt. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, überstanden haben wir es, wir sind noch da. Gut, ich muss sagen, also finanziell recht einschneidend. Viele Gigs müssen abgesagt bekommen, wo vor allem das ja sehr wichtig gewesen wäre, weil wir eigentlich wollen richtig Promo machen für unser Album. Das kostet Geld. Wir wollen Investitionen machen, die wir haben rausschieben mussten. Wir wollen ein neues Video planen, das wir rausschieben mussten. Es ist, wie es ist, aber wir haben im Hintergrund haben wir trotzdem sehr stark weitergeschafft. Neue Songs, eben das Video auch geplant. Eigentlich ist alles in den Startlöchern, zum Vollgas weitermachen. Und jetzt der Hauptgrund, warum wir nach Davos gegangen sind. Das Abschiedskonzert von der Band Smack. Aber wieso lösen sie sich jetzt eigentlich auf? Das ist nicht mehr weitergegangen. Wir haben über 150 Shows gespielt. Und als wir dann 2017 unseren grössten Erfolg haben dürfen feiern, den Mike Hogue Music Soundcheck-Sieg, haben wir dann auch recht Druck bekommen von oben.
und haben dann angefangen Songs zu schreiben und so. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, in dieser Konstellation funktioniert das nicht mehr. Wir haben zu wenig Output, wir können zu wenig Songs liefern, um wirklich weiterhin können Alben produzieren und das Ganze. Und wir sind einfach auch nicht ready gewesen, um wirklich alles anrühren und sagen, wir machen nur noch Musik. Und wir machen fürs Leben gerne Musik, also nicht falsch verstehen. Aber wir haben bei alle noch andere Sachen, andere Bands, andere Projekte. Und darum haben wir uns entschieden, dass irgendwann einfach mal einen Break braucht. Und ja, ich wäre nicht abgeneigt, wenn die Idee würde aufkommen, dass wir in 10 Jahren das nochmal machen oder so, überhaupt nicht. Aber im Moment gerade ist es gut so. Wir haben gestern schon einen geilen Gig können, spielen für unsere Fans in der Umgebung. Und ich glaube, mit dem Gig im Hard Rock Hotel Davos ist es ein geiler Abschluss. Für das letzte Konzert ist auch der William, der die Band schon seit einer Weile verloren hat, das letzte Mal mit den Jungs auf die Bühne. Ja, es war noch lustig, weil einen Teil des Konzerts habe ich eigentlich nur mal zugeschaut und ich kenne ja die meisten Songs. Und dann einen Teil wieder mit den Jungs auf der Bühne zu sein, die gleichen Songs zu spielen, die wir jahrelang gespielt haben, ist ein cooles Gefühl gewesen. Auch wir sind 9 Jahre zusammen gewesen, um das zusammen abzuschliessen, ist ein schöner Moment gewesen. Die meisten der Mitglieder werden aber nach wie vor noch Musik machen. Ich wüsste es noch nicht ganz genau. Ich muss noch schauen, was für Leute auch Lust hätten, wirklich wieder anfangen, regelmäßig zu proben. Also so alle 3 Wochen proben wäre nichts bei mir. Ich würde schon wollen, 2-mal in der Woche proben und dann auch Gigs spielen, weil ja, Zeit nebenbei habe ich schon, die ich auch dafür nutzen will. Und die Richtung wäre nach wie vor Hard Rock. Ja, ich bin noch in 2 anderen Bands und jetzt sind wir eigentlich gerade dran am Aufnehmen und Gigs suchen und so, ja. Ja, mal schauen. Also ich lasse ein bisschen auf mich zukommen. Ich werde sicher solomässig etwas probieren, mal schauen. Vielleicht kommt etwas dabei raus, wäre natürlich geil. Und eventuell mache ich auch mit Simon, meinem Gitarrist, noch 1-2 Projekte. Ja, mal schauen. Ja, ich studiere in einer Musikakademie. Also ich hoffe, ich kann wieder Musik machen. Also das ist das Ziel der Sache und ja. Nein, nicht wirklich. Ich bin jetzt 2 Jahre nicht mehr bei SMAC. Ich bin seitdem nicht mehr extrem musikalisch unterwegs. Ich habe jetzt ein bisschen andere Prioritäten. Nein, musikalisch nicht mehr extrem viel, aber eben heute Abend war es schön, um doch noch das mit der ganzen Band abzuschliessen. Sie haben in ihrer 9-jährigen Bandkarriere viel erlebt und viel Spass zusammen gehabt. Also der grösste Erfolg war sicher der MyCook Music Soundcheck. Der Höhepunkt für uns persönlich war, glaube ich, ganz in den Anfängen Sedam Open Air, weil das so der erste grosse Gig war, ist, wo wir haben spielen können. Also das war sicher auch ein Höhepunkt gewesen, ja. Ja, also ich würde... Es gibt nicht wirklich eins, wo man definitiv kann sagen. Ich würde sagen, einfach jeder Gig, wo man das kann zeigen, für das man jede Woche mehrere Stunden probt hat. Und es war immer wieder schön gewesen, auch wenn es ab und zu nicht so gut gelaufen ist. Jeder Gig war immer eine tolle Sache gewesen. Das MyCoke Music Soundcheck, das ist glaube ich, 3 Jahre war das, 2017, als wir das gewonnen haben mit all unseren Fans. Das war wirklich ein unglaubliches Gefühl. Und ja, also das war sicher der Höhepunkt. Und wie fühlt es sich jetzt an, nach all diesen Jahren getrennte Wege zu gehen? Ja, schon speziell. Ich muss zuerst damit abfinden. Jetzt den Abend noch geniessen und ausklingen lassen mit den Jungs. Und dann werden wir es auch schon mal realisieren, glaube ich. Ja, speziell natürlich. Sind jetzt halt eben 9 Jahre, gell? Sind lang. Man hat sich ein bisschen daran gewöhnt, in einer Band zu sein, Konzerte spielen und alles. Aber es ist halt. Die Musik hört ja nicht auf in dem Sinn. Wir machen alle selber noch ein bisschen weiter. Es ist jetzt halt einfach wirklich Smack, wo es jetzt halt nicht mehr gibt. Was schade ist, aber ja, gehört dazu irgendwie durch. Ja, es ist natürlich. Man denkt an alles, was man erlebt hat. Und es ist natürlich nicht einfach, aber. Wenn es irgendwann halt nicht mehr 100% passt, dann ist es auch schön, wenn man sich friedlich voneinander verabschieden kann. Nächstes Jahr feiert die Hard Rock Group das 50-jährige Jubiläum.
Wir werden sicher etwas Spezielles machen. Was genau, kann ich noch nicht sagen, aber es wird sicherlich auch von Hardrock International da jede Menge zum Erleben geben. Die Kantonswappen und die Herkunft der Schweizer Kantone sind immer unterschiedlich. Denn jeder Kanton hat seine eigene Vorgeschichte. Die Bedeutung der Kantone wird euch jetzt Janos noch ein bisschen näher bringen. Die Schweizer Fahne. Ein weisses Kreuz auf rotem Hintergrund, das seit der Gründung der Schweiz verwendet wird. Die Herkunft? Niemand weiss es wirklich. Aber in der Schweiz gibt es noch ganz viele andere verschiedene Fahnen. Zum Beispiel die der 26 Kantone. Heute werde ich mal die erste Hälfte der 26 Kantonsflaggen in alphabetischer Reihenfolge, der Bedeutung und der Herkunft auf den Grund gehen. Der Kanton Aargau ist 1803 von Napoleon gegründet worden und um diese Zeit ist das Wappen von einem Zivilisten vorgeschlagen worden. Der linke Teil symbolisiert Aare und der rechte die drei Territorien, die zum Kanton Aargau kombiniert worden sind. Das ehemalige Berner Untertanengebiet, das Gebiet Baden und das Fricktal. Das Appenzell war zuerst das Untertanengebiet der Abtei St. Gallen. Deswegen ist ihr Wappen ein Bär, wie das von der Stadt St. Gallen. Der von Appenzell sieht aber um einiges aggressiver aus. Das Geschlechtsmerkmal war der Appenzeller Regierung historisch enorm wichtig. Im Jahr 1477 hat es mal einen Appenzeller Kalender gegeben, auf dessen Wappen das Geschlechtsteil nicht klar abgebildet worden ist. Der Rat war entzürnt über den weiblichen Bär im Kalender und hat befohlen, all die Kalender umgehend zu zerstören. Jetzt auch in VR! Im Jahr 1597 ist der Kanton Appenzell zweiteilt worden. Innerrhoden hat das Wappen unverändert behalten und Ausserrhoden hat noch ein VR für Ausserrhoden draufgeklatscht. Bern nutzt den Bär als ihr Symbol passend zum Stadtnamen seit mindestens 1224. Man vermutet, dass die Farbe vom Fürstengeschlecht von den Zähringer übernommen worden ist, wo die Stadt gegründet haben. Das Baselland zeigt den Baselstab. Ein Symbol vom Bischof von Basel, wo dessen Herrschaftsstab zeigt. Im Baselland ist das rot und zeigt nach rechts und in der Stadt schwarz und zeigt nach links. Das Wappen von Fribourg ist im Jahr 1477 vom alten Wappen von der Stadt Fribourg übernommen worden. Woher die Farben kommen, weiss man heute nicht mehr so sicher. Aber es gibt eine Legende, die besagt, dass der Gründer der Stadt, der Herzog Berthold IV., irgendwann vor der Gründung der Stadt, als wenn man in einem Schopf übernachtet hat. Wegen der Kälte hat er sich mit ein paar Decken eingedeckt, hat aber am Morgen gemerkt, dass die Decken in Wirklichkeit Kohle und Mehlsäcke gewesen sind, weswegen seine Kleidung jetzt oben schwarz und unten weiss gewesen ist. Genf zeigt auf der linken Seite den Reichsadler vom Heiligen Römischen Reich und auf der rechten den Petrusschlüssel, Symbol der Kathedrale St. Peter. Sklarus zeigt als einziger Kanton einen Mensch im Wappen. Da wird der Glaubensgeburt Fridolin gezeigt, wo im 6. Jahrhundert einen grossen Teil von Glarus zum Christentum konvertiert hat. Das Wappen von Graubünden kombiniert das Wappen der drei Bünden, die für den Kanton im Jahr 1799 kombiniert worden sind. Ein Grauen Bund, am Zehngerichtbund und am Gotteshausbund mit dem Steinbock, wo auch schon 1252 in der Churer Kathedrale dargestellt worden ist. Das Wappen ist aber erst im Jahr 1932 erstellt worden. Vorher haben die Bünde immer nur ihre eigenen einzelnen Wappen verwendet. Das Jura zeigt wieder den Baselstab, weil es bis 1815 zum Fürstbistum Basel gehört hat. Die sieben Streifen stehen für die sieben Amtsbezirke, bei denen es bei der Gründung des Kantons zur Diskussion gestanden ist, ob sie zum Jura gehören würden. Schlussendlich hat es dann aber nur drei gegeben. Dilsberg, Brantry und Freiberg, symbolisiert durch die drei silbrigen Balken. Das Blau-Weiss als Farbe für Luzern existiert seit mindestens 1386. Es ist aber nicht bekannt, woher die Farben kommen und viel mehr gibt es auf dem Wappen halt nicht zu besprechen. Bis 1848 hat Neuchâtel zu Preußen gehört. Und ihr Wappen hat einen Pfahl mit drei Sparren beinhaltet, wo die Figur vom Grafen von Neuenburg war. Wo die Schweiz sich zum Bundesstaat erklärt hat, hat sich Neuchâtel mit exzessiven Protesten von Preußen losgelöst und hat dann auch ihr Wappen geändert. Die Farben haben mit Italien wenig zu tun. Das Grün steht für die neu erlangte Unabhängigkeit und die Farben Weiss und Rot stammen vom Wappen der Stadt. Das waren die ersten 13 Kantone. Ich hoffe, du weißt jetzt besser Bescheid. Der zweite Teil mit der anderen Hälfte siehst du bei der nächsten Videogang Top Edition Ausgabe. Die Videogang Top Edition 259 ist jetzt leider auch schon zu Ende. Die nächste Ausgabe wird am Freitag, am 9. Oktober, veröffentlicht. Wenn du unsere alten Videos noch nicht gesehen hast, dann geh auf unseren YouTube-Kanal Videogang
und check die doch auch noch ab. Wir sind auf Instagram fast täglich mit einem neuen Post aktiv. Folge uns doch, wir würden uns mega freuen. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Ciao. Wenn ich vom Gym heimkomme und verspannt bin, dann ist der Gerät sehr entspannt. Und wenn ich dann daheim bin und einfach keine Lust mehr aufs Gym habe, dann kann ich auch mal daheim bleiben und die Pads ankleben. Und das stärkt unter anderem auch meine Muskeln. Und was besonders gut ist, ist die Gratis-App. Mit der kann ich den ganzen Gerät überhaupt steuern. Ich arbeite auf dem Bau und bin meistens, wenn ich heimkomme, sehr verspannt. Darum bin ich froh gewesen, wo meine Frau das Gerät gekauft hat. So kann ich mich nach dem Feierabend meistens entspannen. Die Stimulation lässt sich stufenweise einstellen und das Gerät selber ist sehr kompakt. Ich habe früher in einem Büro gearbeitet, bin den ganzen Tag auf dem Stuhl gesessen und habe oft Rückenschmerzen und Gelenkschmerzen bekommen. Jetzt habe ich eine preisgünstige Lösung gefunden mit dem Gerät. Die Pads die sind mehrfach anwendbar. Und ich bin froh, dass auch das App sehr einfach ist in der Anwendung.